Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. A Path of Exile, genau. ich habe hier einen anderen Charakter gemacht, der mit Thunder Lightning Arrow angreift. Da muss ich noch wechseln. Ja, da können wir so machen. 12 Mana kosten, 8 Mana kosten, okay. Da wir einfach so weit, besser weiterkommen mit, als mit Punktur, da muss man bei Punktur noch Pierce nehmen, also Durchschlagung. Und ja, es ist momentan nicht so gut. Also er ist auch relativ itemabhängig. Da machen wir hier mit der weiter. Dann habt ihr auch ein bisschen Abwechslung. Ah, die Mana-Kosten sind noch groß. Ich bin kurz vor dem Mana-Zeugs hier oben. Und dann haben wir genug Mana. So einer meiner Hassgegner hier, weil diese immer Flicker Strike einsetzen für Fernkämpfer eine Qual. Vielleicht für Nahkämpfer eigentlich auch, weil sie immer aus der Maus, also ja. Man muss sie dann immer wieder extra anklicken, so, das nervt. Okay, 8% erhöhtes Mana. Sehr gut. Da hinten haben wir mal einen Schrein, okay. Auch wieder mal einen Schrein. Ach, ich habe keine Chance, wenn ich treffen würde. Ja, das kostet noch zu viel Mana. Und die Aura Wrath habe ich aktiv, die macht erhöhten Blitzschaden. Das ist sehr gut beim ja, natürlich. Macht extra Damage. Und da Blitzschaden noch erhöht wird, macht es noch mehr extra Damage. Und so weiter. Hui. Krass. Wir hätten so extrem stark. Es gibt einen extrem geiler Bogen, der wandelt Blitzschaden in Chaos Damage um. Und da sind sehr wenige Gegner resistent. Und der macht wahrscheinlich dann auch Damage over time oder so. Auf das freue ich mich. Ja, und ich habe sehr viel MF auf diesem Charakter. Hier haben wir EIR. Hier haben wir EIR. Bei den Regen haben wir sehr viel EIR. Hier haben wir 20 IR und hier 8% IR, also richtig genial. Und auch viel Damage. Leider fehlt uns ein bisschen an Verteidigung, aber das ist egal. Die Gegner machen noch nicht so viel Damage. So, jetzt gehen wir zum Captain. Und töten den Morgraves. Ja, die wollen noch Party haben. Können sie haben. Im Jenseits. Ach, nervt nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, bei Split Arrow hatte ich vorher 3 Pfeile, weil irgendwie kommt mir das ein bisschen mehr vor. Wahrscheinlich wird das pro Level mehr Pfeile. Das wäre sehr geil. Und dann noch Greater Multiple Projectiles rein und noch ein Bogen, der extra Pfeile macht. Und wir haben einen Legendary Bow. Silver Branch. Der hat 10 Mana gained on kill. 5 bis 18. Na, das ist nicht so stark. Wir lassen den. Wenn ihr mal sehen wollt. Der ist relativ schnell. Zwölf mehr, aber nur. Okay. Ja, es macht richtig viel Spaß später noch. Also,
Es macht schon jetzt riesig Spaß, aber später wird das noch richtig hardcore. Pufferfixer ist für mich wirklich fast zwei, dreimal so gut wie Diablo 3. Es ist für mich auch angemessen durch den Schwierigkeitsgrad. Und da ich Selfound spiele, ist es sowieso richtig hart für mich. Und wird es sehr hart für uns sein, weil ich jetzt ja vermehrt Let's Playen werde, Pufferfixer. Also fast alles zeigen werde. Und ja. Wollen wir schauen, wie weit wir kommen, wie leicht es dann wird oder wie schwer es dann wird. Gesagt. Also es ist. Es wird wahrscheinlich la lange gehen, aber ich tue gerne lange Let's Plays machen, wo ich wirklich ein Riesenziel habe. Und ihr wahrscheinlich auch. Also es wird sehr, sehr spannend. Und ich danke für so viel Aufrufe momentan. Also es ist wirklich sehr gut momentan. Leider werden die alten Videos irgendwie nicht mehr so oft geschaut. Also wenn ihr Bock habt und auf neue Videos wartet von mir, dann schaut doch mal ein bisschen meine alten Videos. Die sind nicht viel schlechter. Und ja. Da gibt es richtige Leckerbissen drin, die leider noch nicht wahrgenommen wurden. Und wir sind hier dauergefriest. Wir können nichts machen. Wir sind die ganze Zeit dauergefriest. Wegen Freezes, Activated und Frostnova sind wir die ganze Zeit dauergefriest. Solche Schreine, ich sag nur, what the fuck? Oder what the hell? Das nennt man einfach nur Qual. Ah, wir müssen die Aura machen. Gut. Aber jetzt können wir die Gegner leicht töten. Einfach auf Distanz bleiben. Easy, einfach mal ein bisschen streuen. Sehr schön. Und hier unten sind noch zwei. Wo ist der Rest? Hallo? Ja, die Kiste muss aber aufgehen. Oh, ein Orb auf Alchemie, da brauche ich unbedingt. Ich habe alle verbraten. Für die Ringe und Amulette mit MF, gut. Da unten ist er. Wow, das war ein Drop. Ich hoffe auch gute Items. Und die können wir gleich mal aufmachen. So, das Schild können wir mal. Oh, das ist noch gut. Nehmen wir mit. Nice, das wäre eins für unseren. Naja, bringt nicht so viel. Nee. Weil wir keine Pfeil Ding nehmen. Das ist auch wieder ein Item, das sich selbst widerspricht. Man nimmt nämlich kein Magier und Nahkämpfer Charakter in einem. Dann ist es auch nicht so gut. Aber gute Werte sind es. Es wäre auch teuer zum Verkaufen, aber wir verkaufen wie gesagt nichts. Wir lassen uns schenken oder suchen es selbst. Also wenn ihr Lust habt und auch Path of Exile spielt, wenn ihr mal ein Item schenken wollt, kein Problem. Ich kann es auch ausleihen. Also ihr könnt es für mich auch ausleihen. Und ja. Das würde natürlich auch meinem Let's Play zugutekommen, wenn man ein bisschen stärker ist. Nicht zum Beispiel das tausendste Mal dann Petey töten muss, um endlich Dominus zu schaffen. Ja. Weil Dominus ist, also Dominius ist recht stark. Also der haut mich sogar mit extrem viel Defensive dreimal aus den Socken. Aber da hatte ich auch noch nicht so viele Items. Und hier habe ich ja noch weniger Items. Ui. Sind wir gespannt, also ich werde mein Bestes geben, dass wir weit nach oben kommen. Und wenn es euch gefällt, dann können wir wirklich mehr Seals machen, alles Mögliche. Also zuerst Creel, dann Marsilis und dann die Maps und Spaß haben. Auch Multiplayer, also es kann auch ein Multiplayer-Projekt werden. Wenn jemand Bock hat, mit mir zu spielen, gerne. Er muss auf der Charakter ungefähr in meinem Level haben. Hat ein bisschen anpassen oder so. Und dann geht es schon.
So, jetzt machen wir hier noch kurz die Auren, oder? Was ist wichtiger? Oder sollen wir hier auf Herrier gehen? Hier können wir auch noch Movement Speed nehmen. Ja, wir gehen hier hin. Movement Speed ist schon wichtig fürs Item suchen. Also ich werde zwischendurch Item suchen, aber ich werde den Charakter nicht leveln. Also ich werde in unterleveligen Maps Items suchen. Damit er nicht zu schnell levelt oder so. Und dann wechseln wir ja auch mal den Charakter, je nachdem. Wenn wir gute Items haben, ist der Baratschwander natürlich stärker oder der Punktur. Aber momentan haben wir nicht, also sind wir angewiesen auf diesen Charakter, weil der einfach nur reinhaut. Ich hatte nur nie so easy gehabt, ohne Items einen Charakter nach Creel zu bringen. Ohne richtig gute Items. Ich hatte damals richtig scheiße Bögen. Und da habe ich auch noch nicht den Trick mit den Alchemy Orbs gemacht oder sowas. Da hatte ich riesen Probleme in Defensive, aber die Offensive war so extrem geil. Ich konnte Dominus eigentlich extrem snipen. Ich konnte den abschießen von weit hinten. Der teleportierte sich zwar zu mir auch manchmal, aber ich wich einfach aus, weil ich sehr schnell war und sehr viel Ding hatte. Ich hatte hier diese Sachen genommen. Ausweichchance und dann für Spells noch Ausweichchance. Das ist extrem mächtig. Aber hier machen wir auf Armor. Weil wenn ein getroffen wird, dann bekommt man extrem viel Damage. Und wenn wir Armor nehmen, dann bekommen wir nicht so viel Damage. Und wir brauchen halt auch noch viel Resistenzen. Aber das werden wir dann kriegen. Sonst haben wir Flasks, die Resistenz geben. So, den haben wir auch erledigt. Und er ist nun down. Voll krass konkret, Krei. Also wie ihr seht, die ist recht schnell im Töten. Obwohl ich eigentlich jetzt noch nicht Lightning Arrow einsetze. Okay, die Mana-Kosten gehen zum guten Glück nicht hoch. Wir bräuchten Split-Shot, um Dinge effizient zu einsetzen. Lightning Arrow. So. Durch die Suppe warten. Hier haben wir auch noch diese Ding-Gegner, die sind so leicht. Mit dem Split-Arrow. Einfach mal alles durchschlagen. Also der Charakterbild macht Spaß. Ich hoffe, ich kann ihn mal also weiterhin gut spielen, ohne dass er langweilig wird oder so. Ja, die Mana-Kosten sind immer noch groß, aber ich habe... Ja, ich gehe jetzt sowieso zum Mana-Leech hoch. Durch den Blitzzeugs da, Blitzschaden. Und dann haben wir eigentlich schon so gut wie unendlich Mana. Können richtig gut den Lightning Arrow supporten, weil das erhöht natürlich auch die Mana-Kosten. Kurz hier die Gegner besiegen. Und er hat sich versteckt. So, Dele, weiter. Oder wir gehen kurz mal hier hin. Weil Laufgeschwindigkeit ist schon praktisch. Also später haben wir noch mehr Laufgeschwindigkeit durch den Hast Scale Aura. Damit können wir dann richtig schnell angreifen und bewegen und zaubern. Also richtig Multi-Skill, also Multi-Use.